Hallo meine Hübschen, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es um meinen frisch eingerichteten Schreibtisch gehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe seit Jahren keinen Schreibtisch besessen. Ich brauchte aber jetzt einfach mal einen Ort, an dem ich mich hinsetzen kann und planen kann und an dem ich auch alle meine Sachen unterbringen kann, die ich einfach dafür brauche. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Video. Ja, der Schminktisch, den ihr dort seht, den habe ich umfunktioniert zu einem Schreibtisch. Den habe ich nämlich schon länger und den halte ich in Ehren, hatte aber bisher keine wirkliche Funktion dafür. Und deswegen ist es jetzt mein Schreibtisch geworden. Den Hocker habe ich mittlerweile neu beziehen lassen. Der Samtbezug ist noch original, aber eben darunter das Schaumstoff, das war etwas ausgeleiert. Deswegen hat es einfach eine neue Polsterung bekommen. Und der Tisch hat auch im Übrigen super schöne Details mit diesen Griffen, das sind also so kleine Ringe und der hat insgesamt 5 Schubladen, 2 rechts, 2 links und in der Mitte eine etwas größere. Oben habe ich diese Hexagonregale stehen, die habe ich also super günstig ergattern können. Die stehen also einfach oben auf dem Schreibtisch drauf und sind nicht an die Wand gehangen, aber das kann man mit denen auch machen. Da drinnen ist lauter Dekoration, also zum Beispiel so eine kleine LED-Lampe, die funktioniert mit Batterie und Ein- und Ausschalter und sieht hübsch aus, deswegen steht er einfach da oben drauf. Im oberen rechten Fach, dort stehen also meine Federhalter, Kalligrafiefedern. Die habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Das ist ein Rosenquarzstein. Mit Steinen dekorieren ist einfach eine unheimlich schöne Sache. Und daneben steht noch ein Kaktus und der ist sogar echt. Im rechten Fach direkt darunter, da stehen also meine 3 Tinten, die ich im Moment benutze und 2 Stempel habe ich auch noch daneben gestellt. Das erste ist die Night Sky Diamine Shimmer Ink, also die ist mit so Silberpartikeln. Oxblood, also wie der Name sagt, ist also wirklich blutrote Farbe. Und am meisten benutzt habe ich die Diamine Golden Brown, einfach auch Tinte für den Füllfederhalter. Dazu gibt es ein Video, das verlinke ich euch oben in der Box. Das ist einfach ein Datumsstempel, den benutze ich im Moment sehr gerne. Und ein Vintage-Fotostempel, den habe ich mir bei eBay ersteigert. In dem linken Regal oben, dort habe ich auch einen Stein und der glitzert so wunderschön. Ich könnte mir den ganzen Tag angucken. Und direkt daneben steht auch ein Kaktus und der ist auch echt, obwohl der sich wirklich nicht echt anfühlt und auch nicht echt aussieht, aber er ist wirklich echt. Darunter in dem Fach ist eine Vase. Das ist eher so eine Zwischenlösung. Die Vase passt einfach ganz gut, da ist ein Pfau drauf. In der Mitte von den beiden Regalen steht nämlich meine ARA-Feder. Da ist also unten aufgeschnitten und dort ist eine Kugelschreibermine reingesteckt. Die kann man also wirklich zum Schreiben benutzen. Die schimmert halt unheimlich schön in einem Blau und hinten auf der Rückseite ist die auch so gelb. Die sieht halt einfach toll aus und ist dekorativ und passt zum Thema Pfau. Ich habe nämlich hier noch eine Pfauenkiste. Man merkt vielleicht, dass ich ein Faible für Pfauen habe. In dieser Kiste bewahre ich zum größten Teil mein Washi-Tape auf, aber zurzeit habe ich da auch die Aufkleber von Anna Hartz Planning drin und die liebe ich, die sind wunderschön. Sie hat selber auch einen Planerkanal und einen Bücherkanal, findet ihr alles in der Infobox und ihren Davanda-Shop mit diesen schönen Aufklebern findet ihr dort natürlich auch. Hier seht ihr ein paar Washi-Tape-Samples. Die hat mir die liebe Juliette zugeschickt, über die bin ich ganz glücklich und die werde ich auch sehr bald einsetzen. Ja, viel Washi-Tape habe ich nicht, aber das wenige, was ich habe, mag ich sehr, sehr gerne und bin sehr glücklich damit. Meine jüngste Errungenschaft steht in dieser Ecke. Das ist also so ein Ständer für Papiere und der hat sozusagen 2 Fächer und dort kann man die Sachen dann hochkant reinstellen. Darin bewahre ich also meine Schablonen, ein paar Papiere und Blöcke auf. Und direkt daneben seht ihr den Gestalter, den gibt's bei IKEA. So, und jetzt zeige ich euch meine Schubladen. Ich fange mal an mit der mittleren Schublade. Wenn man die aufmacht, sieht man nicht besonders viel. Vorne ist so ein kleines Körbchen drin, da weiß ich noch nicht so genau, was ich damit anstelle. Dann habe ich noch ein Notizbuch, da habe ich einfach ein bisschen drin rumgeschmiert und ausprobiert. Diese Etiketten, die waren bei meinem Leuchtturm 1917 dabei und das ist von meinem Traveler's Notebook von Sleek. Und dann ist da noch ein Block drin, da habe ich auch ein bisschen drauf rumgekritzelt und eine sogenannte Dokumentenmappe. Die habe ich auch ganz günstig mal beim Teddy bekommen. In der oberen rechten Schublade befindet sich lauter Kleinkram. Das Ganze habe ich gefüllt mit so Kosmetik
Utensilienhaltern. Die gibt es auch beim IKEA und die kann man einfach total toll stapeln. Und da passt so der ganze Kleinkram rein, den man eben auch bei einem Schreibtisch so dabei hat. Es gibt ja ein Zubehörvideo von mir, das ist ja oben in der Infokarte verlinkt. Da könnt ihr mal reinschauen, dort gehe ich auf die ganzen Sachen sehr viel genauer ein. Die Schublade darunter, dort befinden sich ja auch eher funktionelle Dinge. Dort sind also so Babywipes, damit mache ich meine Stempel sauber nach dem Stempeln. Ziemlich viele Sticky Notes in allen Farben und allen Formen. Und Stanzer seht ihr auch mit Mond, Sonne und Blatt. Damit kann man also so ähnlich wie Lochen eben nur stanzen. Dann hat man diese Form und ein bisschen Fototape. Das habe ich aber auch noch nie eingesetzt, muss ich gestehen. In der Schublade unten links bewahre ich auch mehr oder weniger Zubehör, was ich nicht so oft benutze, auf. So ein Lineal- und Zirkelset. Falls ich mal ja, was zeichnen möchte, dann gibt es das Tombow Pastel Set. Das habe ich mir neulich zugelegt und noch eine kleine Box. Da möchte ich bald so Farbsamples reinmachen. Meine Lieblingsschublade. Ja, ihr seht schon, lauter Stempelfarbe. Ich habe da drin also einen kleinen und einen großen Acrylblock, die ich ja für meine Stempel benutze. Dann in der Aufbewahrung habe ich ganz viele Stempelkissen vom Action und noch von Memento und Versa Magic. Ich muss sagen, die Stempelkissen vom Action kann ich nicht ganz so empfehlen, also das Bordeaux-Rot stempelt die nicht gut. Dann noch ein einzelnes Stempelkissen in Roségold, also so ein metallischer Ton. Der ist leider nicht ganz so satt. Ich habe mir mal Schulfedern bei eBay ersteigert, die habe ich auch in dieser Schublade. Und meine allerliebsten Lieblingsfarben von Versa Magic, die Chalk Inks. Und von links nach rechts seht ihr die Farben Niagara Mist, Aspen Mist, Midnight Black und Hint of Pesto, Ocean Depth, Oasis Green, Aquatic Splash, Aegon Blue, Pink Petunia, Purple Hydrangea, Perfect Plumeria und Malted Mauve, Red Brick, Jumbo Java, Wheat und Sahara Sand. Ich finde es super praktisch, die in so einem Plastikcontainer aufzuheben, weil die da 1A reinpassen und die gibt es mittlerweile auch überall. Das ist mein Schandfleck. Ja, das habe ich noch nicht so richtig organisiert gekriegt. Ihr seht hier die drei Ordner, da bewahre ich also meine Clear Stamps auf. In dem schwarzen sind mehr so die dekorativen. Ja, in dem ersten weißen habe ich auch dekorative, aber die würde ich jetzt rein vintage-technisch zuordnen. Das sind mittlerweile ganz schön viele und ab jetzt seht ihr eigentlich nur noch welche vom Action. Die kann ich euch leider nicht verlinken. Den Rest habe ich versucht rauszusuchen, findet ihr alles in der Infobox. Und eigentlich mein liebster Ordner, dort sind planertechnische Dinge drin. Zum Beispiel hier von Palest Blue, gerade frisch eingetroffen, oder Alphabet. Ja, und da sieht man, dass meine Sammlung in kurzer Zeit schon ziemlich stark gewachsen ist und sich eigentlich ziemlich viel angesammelt hat. Aber die Dinge kann ich auch wirklich alle sehr gut einsetzen. So, das Video neigt sich jetzt zum Ende. Wir sind tatsächlich durch. Ich habe euch meinen gesamten Schreibtisch inklusive des Inhaltes gezeigt. Ich würde mich total darüber freuen, auch mal einen Einblick in eure Arbeitswelt zu bekommen. Verlinkt mich doch auf sozialen Netzwerken oder auf Instagram unter dem Hashtag Viljas Desktop, dann kriege ich auch mal einen kleinen Einblick in eure kleine Welt. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin. Bye, bye.